Hey Leute, heute habe ich hier für euch ein wundervolles Gerät aus Deutschland. Ein Roboter made in Germany, ein neues Startup. Wir werden heute dieses Gerät hier auspacken und uns anschauen. Ein richtig, richtig cooler Low-Cost-Roboter. Viel Spaß! Hey Leute, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtech GmbH. Ich bin seit 30 Jahren Industrieroboter-Experte, bilde seit 10 Jahren in meinem Schulungszentrum Roboter, Bediener und Programmierer aus, teste für euch Industrieroboter und Zubehör. Und in diesem Video zeige ich dir jetzt konkret, was hier drinnen ist, und zwar ein Horst. Horst ist eine High Optimized Robot System Technology. Dieses Gerät ist in Deutschland, in Konstanz gefertigt, ein absoluter Low-Cost-Roboter. Und wir werden diesen Roboter jetzt hier mal auspacken und schauen, wie er angeliefert wurde und wie schnell er aufgebaut werden kann. Wunderbar. Willkommen, Horst, in unserer Roboterfamilie. Wir haben hier viele Roboterhersteller. Das ist der erste von der Firma Fruitcore, ein deutsches Startup aus Konstanz, ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Hat auch schon mehrere Produkte. Dieses hier ist der Horst 900, 900 mm Reichweite, 3 bis 5 kg Traglast. Eine Wiederholgenauigkeit von 500 mm. Er kommt so an. Mir gefällt die Verpackung. Das schaut sehr aufgeräumt aus. Hier ist auch schon ein Ordner drin mit deutscher Bedienungsanleitung, technische Dokumentation, Betriebsanleitung fürs Zubehör, Einbauerklärung, Sicherheitsunterweisung, Checkliste und so weiter, Name und so fort. Sogar ein Inbetriebnahmeschild ist hier mit dabei. Okay. Wunderbar. Sehr ordentlich verpackt. Schauen wir doch mal. Also die Farbe, sehr ungewöhnlich, oder? In der orangen, gelben, weißen Roboterwelt. Blau haben wir ja auch noch. Der erste vielleicht so petrolfarbene Roboter. So schaut er ganz ordentlich aus. Es ist auch wirklich, wirklich toll verpackt, muss ich sagen. Dann das hier scheint der Controller zu sein. Steckanschlüsse, USB, Netzschalter, Test 1, Test 2 Automatik, sehe ich gleich einmal. Ja, wer sich mit Industrierobotern auskennt, kommt damit schon mal recht gut klar. Die Stecker, alles ordentlich verpackt hier. Netzstecker gleich mit dran. Aha, ein Halter fürs Programmiergerät, schätze ich jetzt mal. Und jetzt bin ich schon gespannt. Dieses Programmiergerät soll ja sehr ähnlich sein, wie es bei Cobots ist. Ein neues Programmierkonzept. Touchscreen, hier sind keine Tasten nicht dran. Zustimmtaster, ja, das sehe ich hier hinten. USB-Sticks hinten dran, Notaustaster. Alles andere läuft über den Touchscreen, eine grafische Benutzeroberfläche. Freue ich mich schon sehr drauf, der erste. Ich hätte auch gerne meinen Cobot hier. Da kann ich ja schon mal ein bisschen üben. Übrigens, der Horst, der bleibt jetzt die nächsten 12 Monate mindestens hier bei uns, kommt in die Roboterschulung. Und wenn ihr den Horst einmal kennenlernen wollt, kommt doch zu mir auf die Roboterschulung. Wir können hier ABB, KUKA oder Mitsubishi Roboter lernen. Oder jetzt natürlich auch den Horst. Ihr könnt auch ganz bequem von zu Hause aus in unserer Roboterakademie die Programmierung und Bedienung von Robotern lernen. Klickt dazu einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Er hat eine Reichweite von 900 mm, heißt im Durchmesser dann 1,80 m, was er Reichweite hat. Bisschen, also nicht so steif gebaut wie ein klassischer Industrieroboter. Dafür kostet er auch einen Bruchteil nur davon. Soll weit unter 20.000 Euro liegen. Genaueres erfahrt ihr vielleicht im zweiten Video. Hier haben wir die Stecker, sehe ich, offen angebracht, wo auch die Motoren angetrieben werden. Eher ungewöhnlich, normal ist es intern geführt, aber irgendwo muss ja auch der Preis gerechtfertigt sein. Wir werden jetzt rüberfahren in unser Schulungszentrum und aufbauen. Ich glaube, das dürfte relativ schnell erledigt sein. Hier einstecken, auch wieder hier hinten eine Einkabellösung, sehe ich gerade. Ja, gefällt mir gut.
Also, lass uns den doch einfach mal rüberbringen. Wir haben hier das Kabel, das vom Controller rausgeht. Controller wirklich sehr leicht. Der Horst wiegt 55 Kilo, ein Leichtgewicht. Und dieses Kabel hier steuert alle 6 Achsen. 5 Pins, ich sehe nur 5 Pins. Das ist interessant, ja. Ich stecke den mal hinten ein hier. Dann noch den Netzstecker. Er läuft. Wir werden uns in die Dokumentation einarbeiten. Schön in Deutsch, Farbe. Schaut jetzt nicht besonders kompliziert aus. Und dann melden wir uns im nächsten Video, wie denn der Horst programmiert wird, was für einen Eindruck, dass er denn auf uns gemacht hat, was für Möglichkeiten haben wir denn, wo wir denn so einschätzen, wo denn der Horst am besten eingesetzt wird. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen zum Horst hast oder zur Robotik allgemein, schreib es mir doch einfach in die Kommentare. Wenn dich das Thema Robotik generell interessiert, hinterlass mir ein Abo und aktiviere die Glocke, damit du wöchentlich benachrichtigt wirst, wenn neue Inhalte von uns hochgeladen werden. Ich freue mich auf den nächsten Teil, Teil 2 vom Unboxing des Horst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, dein Werner.